You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Incoming! Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, was gibt es für neue Star Wars Battlefront 2 News, beziehungsweise ihr habt es ja schon gesehen, oder ja, ich sag's einfach jetzt nochmal, es gibt traurige News. Und zwar, Leute, das Update, was ja eigentlich jetzt diese Woche erscheinen sollte, und zwar morgen, ist verschoben worden auf nächste Woche. Es steht noch kein Datum fest, aber wir können uns denken, dass es auf nächste Woche Mittwoch verschoben wird. Datum wird dazu noch gepostet werden, aber ich schätze mal, es wird beim Mittwoch bleiben. Und ja, ich hoffe mal, beziehungsweise ich denke auch, dass es ab nächsten Monat dann wieder normal sein wird, weil, wie ihr wisst, nur kurz Erklärung, wir haben immer am Anfang des Monats ein Update, das nach der ersten Woche des Monats theoretisch erscheint. Manchmal erscheint es auch direkt in der ersten Woche danach, weil vielleicht im Update davor ein paar Probleme drin waren, die man jetzt fixen müsste, unbedingt. Aber ja, sowas passiert eigentlich nicht mehr. Hut ab, EA, habt euch immerhin verbessert. Auf jeden Fall. Nein, ja, wie gesagt, in der ersten Woche erscheint normalerweise kein Update, dann in der zweiten Woche des Monats erscheint dann am Mittwoch, ja, das erste Monatsupdate für halt den jeweiligen Monat, und dann am Ende, in der letzten Woche des Monats, erscheint dann nochmal am Mittwoch, ja, das letzte Update für diesen Monat, wo dann natürlich die richtig großen Sachen gedroppt werden, wie Maps, Updates, neue Maps, neue Klassen und pipapo, also all der große Shit, der kommt an einem Tag raus. Was ich auch noch nicht verstehe, weil man könnte es vielleicht einen Tag da machen, könnte dann fixen über die Zeit halt, und dann hat man halt so Fixes und Sachen für das letzte Update, aber ja, braucht man sich nicht drüber streiten jetzt. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den News, die es dazu gibt. Es ist, ja, eine ordentliche Liste, kann man sagen. Es ist auf jeden Fall auch nice Sachen dabei, die hinzugefügt werden mit diesem Update. Also es kommt auch was Neues rein für die Modis, die momentan drin sind. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist alles dabei. Ja, kommen wir jetzt erstmal zu den Sachen, die ins Spiel reinkommen. Und zwar sind das die Aussehen des 212. Angriffsbataillon Phase 1, Phase 2. Phase 1 kommt für die Key-Spieler der Galaktischen Republik auf Geonosis im Koop-Modus hinzu. Dann das 212. Angriffsbataillon Phase 2 wird ebenfalls für Key-Spieler der Galaktischen Republik bei Geonosis in Sofort-Action, also im Prinzip in dem Einzelspieler-Modus, verfügbar sein. Dann kommen wir zum nächsten, und zwar die Standardphase 1 für, also die Standardphase 1 der Skin für die KI-Spieler der Galaktischen Republik auf Kamino im Koop-Modus wird hinzugefügt. Dann das 104. Wolfpack, 104. Wolfpack, nenne ich das einfach mal, Phase 2, wird für die KI-Spieler der Galaktischen Republik auf Kamino hinzugefügt, in Sofort-Action, also im Prinzip auch wieder Singleplayer, also Singleplayer sage ich jetzt schon, im Solo-Spiel, im Solo-Modus. Dann auf jeden Fall das 41. Elite-Koops Phase 2 für die KI-Spieler der Galaktischen Republik auf Kashyyyk im Koop-Modus auch hinzugefügt und auch im, ja, Einzelspieler-Modus. Dann das 327. Star Corps Phase 2 wird für die KI-Spieler auch verfügbar sein auf der Galaktischen Republik-Seite, auf Felucia im Koop und in, ja, direkt, also im Solo-Modus auch. Dann das 501. wird mit Phase 2 für die KI-Spieler Galaktische Republik und Naboo im Koop-Modus und im Solo-Modus sein. Dann die B1-Druiden Geonosis-Auftritt für Separatisten wird am Start sein auf Geonosis im Koop und im Singleplayer, also im Solo-Modus. Da muss ich sagen, Leute, da kommt neues Design rein. B1-Druiden, wir kennen ja eigentlich bis auf, ja, das Standardaussehen nichts. Also, Leute, Hype, neues Aussehen, oh. Vielleicht können wir es auch ausrüsten im normalen Shop, ich meine jetzt schon, im normalen Design, wo wir jetzt im Prinzip, na gut, das wird nicht gehen. Aber ich meine halt so, wäre schon geil, wenn man das ausrüsten könnte, wisst ihr, dass man halt das dann dauerhaft hat halt, ne, wie halt die einzelnen Klassen. Das wäre schon geil, aber vielleicht kommt es ja noch, es steht ja im Kalender, im Community-Kalender drin und sonstige Sachen in den letzten 2 Monaten. Ja, also es ist noch ein bisschen Luft da, vielleicht kommt da noch was.
Auf jeden Fall, dann kommen noch die B1-Druiden Dschungel-Outfit. Oh, Dschungel. Für diese Wartisten, KI-Spieler auf der Kashyyyk-Seite. Auf der Kashyyyk-Seite. Oh mein Gott, Lost. Auf Kashyyyk im Koop-Modus und im Einzelspieler-Modus hinzu. Ja, das zu den Sachen, die hinzugefügt werden von den Skins her. Es kommen auch noch ein paar andere Sachen, glaube ich, rein. Wie hier zum Beispiel, kann ich hier auch vorlesen, beziehungsweise sagen. Und zwar kommt hier ein neues Feld hinzu, also im Prinzip ein neues Fähigkeitenfeld für die Reaktorkerne, also für die Reaktorkerne, die auf den Angriffskreuzern der Republik sind. Also im Prinzip in totaler Feuerschaft. Da haben wir ja am Ende jetzt, neuerdings, haben wir ja die Reaktorenstäbe da, die drei. Und die müssen ja diese Batisten zerstören, um zu gewinnen. Und dort werden jetzt auch Zielpunkte angebracht. Das heißt im Prinzip, so wenn man Ziele erobern muss, ja, in totaler Feuerschaft, so wird das dann jetzt auch da sein. Das heißt, wenn man auch drauf geht, wird das wahrscheinlich vergrößert werden und so, pipapo. Wird nice werden, natürlich. Dann weiß man natürlich, ja, der hat noch Full Life, der hat noch Half, der hat noch Low, also der Scheiße. Der ist gut, der ist besser. So nach dem Motto, ne? Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu dem nächsten, was auch noch die totale Feuerschaft betrifft, und zwar ein neues Radar-Symbol für den ATTE. Auf Felucia wird hinzugefügt mit diesem Update. Dann, es werden noch Probleme behoben durch das VO-Ansager, also den im Prinzip Kommentator des Großschiffs Eroberungspunkte erwähnte. Also im Prinzip, der hat, so wie auf dem Planeten, also im Prinzip unten auf dem Planeten, der hat da Sachen gesagt, der oben im Kreuzer, die einfach nicht dahin gehörten. Also wahrscheinlich die vom unten, vom Planeten da oben gesagt. Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gehabt. Deswegen, ich vermute, es war so. Auf jeden Fall, ja, selbst der bestand dauerhaft, dieser Fehler, in dem Modus dann im Kreuzer, also im zweiten Teil. Schlecht, aber naja. Egal, kommen wir jetzt zu den nächsten Sachen. Und zwar, Leute, es wurden noch Probleme behoben mit dem KI-System der Helden im Einzelspielermodus, die als nicht direkt im Spiel erschienen sind. Was komisch ist, aber naja, auf jeden Fall, das sollte noch behoben worden sein. Es wurden auch noch Probleme behoben durch das KI-Spieler eigentlich, den eigentlichen gelegentlichen Stil. Durch das KI-Spieler, ja. Wenn man Sätze trennt wie bescheuert, dann wird man irgendwann bescheuert. Aber ja, auf jeden Fall, die haben noch ein paar Probleme an den KIs behoben mit dem Spielstil und mit dem Stehen halt. Dass zum Beispiel jetzt KI-Gegner, also Bots im Prinzip, die stehen da 15 Minuten gefühlt, also 15 Sekunden und die machen nichts. Das sollte behoben sein, die sollten jetzt direkt bei 3 Sekunden oder so Raketen zünden und boom, auf der anderen Seite des Schlachtfelds sein, so auf Spaßebene. Aber auf jeden Fall, ja, die sollten auf jeden Fall jetzt so eine Sofort-Action bieten. Und, dann noch wurden halt verschiedene Verbesserungen an den KI-Helden gemacht und, die sollen jetzt auch besser, die sollen jetzt besser im Gameplay sein an sich. Also sie sollen jetzt besser abblocken, sie sollen mehr so in den Fight reingehen. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Nahkampffight haben, macht der Held auch mal richtig hier einen drauf dir. Also der langt da auch mal zu, ne? Also nicht nur immer Block, Block, Block. Was ich hatte gegen Darth Maul gekämpft in der Runde, Digga. Er hat nur geblockt. Da denke ich mir so, Real Talk? Jetzt ist es irgendwie lost, das Game. Ich wechsle mal kurz das Gameplay, damit es hier nicht zu langweilig wird. Ja, ich merke schon, 8 Minuten Video, Leute. Ich beeile mich schon. Bitte nicht böse sein. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu dem nächsten. Kommen wir jetzt noch zum Koop-Modus. Im Koop-Modus wurden verschiedene Karten überarbeitet. Kamino, Felucia und Genosis sind diese Karten. Und dann wurden noch Veränderungen vorgenommen im Abgleich. Sie wurden abgegleicht, das heißt im Prinzip so viel wie die Map wurde nochmal ein bisschen überarbeitet. Dann kam dazu noch von den KI-Spawns wurde nochmal
und menschlichen Spawnpunkten, also im Prinzip die Trupp-Spawnpunkte wurden überarbeitet, also das alles wurde überarbeitet und pipapo. Dann das Hinzufügen von Requisiten, halt wie gesagt, Deckung und sonstigen Sachen wie Anzahl der Kommandoposten pro Phase und Anpassen der Winkelbereiche um Kommandoposten und so weiter halt. Also Haufen Sachen wurden da verändert, also im Prinzip auch wie man drauf sieht und so alles, also das gehört alles zum Koop-Modus nochmal, also ja, es ist ein ordentlicher Batzen schon in einem kleinen Teil des Updates. Ja, dann wurde noch die Leichenrate, was ich persönlich sehr geil finde. Man kennt es ja so von den Star Wars Filmen und allem her, dass da halt überall manchmal auch so Leichen liegen, Klonleichen. Wir haben es auch auf den Schlachtfeldern, hier im Star Wars Battlefront 2, dass da mal wo Leichen liegen, dadurch, dass da im Film Leichen lagen oder so. Oder die Map-Designer haben sich gedacht, ja, da packen wir jetzt mal eine Leiche hin, weil die passt da definitiv hin. Ja, also die Leichen bleiben jetzt länger liegen. Das will man eigentlich, damit man auch so ein bisschen so eine, yo, hier ist ein richtiger Fight, hier ist ein richtiger Krieg am Laufen, also ein richtiger Star Wars Krieg am Laufen, also das will man damit noch vermitteln. Zusätzlich natürlich. Ja, die wurde halt erhöht, dann kommen wir noch zu, dann die Wertung beim Abschluss einer Koop-Phase wurde hinzugefügt, also im Prinzip kriegt man noch eine Wertung. Dann wurden noch Probleme behoben, durch dass der Timer entfernt wurde, wo man halt aus dem Schlachtfeld hinausging. Der Timer ist dann irgendwie weggebuggt und ja, da war dann kein Timer mehr. Und man war trotzdem außerhalb des Schlachtfelds, also im Prinzip war man lost, aber auch nicht lost, also gar nichts. Ja, man hat gar nicht mehr existiert, so gefühlt. Auf jeden Fall, ja, das wurde auch überarbeitet im Koop-Modus. Und das war nicht bei allen, es war bei einer. Ich habe es mir nochmal durchgelesen, kurz, ganz schnell. Also bei einer Karte war es. Also ja, deswegen war es kurz leise. Auf jeden Fall, dann wurden noch Probleme behoben mit der Intro-Kamera von Naboo und Kamino. Dort gab es auch gelegentliche Probleme mit Erschütterung und sonstigen Sachen halt wie... Wahrscheinlich auch das typische Rum-Explodiergewackel, aber auf jeden Fall, ja, soweit dazu. Dann noch, es wurde ein Problem behoben, durch das sie am Ende eines Koop-Spiels Announcement, also, was weiß ich, was das heißen soll jetzt gerade in dem Bezug, ja, also wahrscheinlich Punkte oder so. Ich weiß mal, Voice Lines meinen sie damit. Sie meinen damit im Prinzip Sprache wahrscheinlich erhalten hat. Und wenn man als Wookie gespielt hat, als Wookie-Krieger. Also so viel dazu. Also ja, es gibt komische Bugs, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zu den letzten Sachen, und zwar Helden vs. Schurken. Gab es auch noch mal ein paar Bugfixes bzw. Updates zu den ganzen einzelnen Helden. Da brauche ich jetzt aber eigentlich nicht drauf eingehen. Ihr könnt euch das also nochmal unten durchlesen. Ihr braucht euch das nur ins Deutsch übersetzen. Das sind die originalen Patch News. Das ist alles offiziell von EA. Sieht man auch, die Seite ist komplett von EA. Also es ist kein Fake, was ich euch aufbinde. Und der Kanal würde auch nicht sonst so heißen, wenn ich euch Fake aufbinden würde. Auf jeden Fall, es wurden halt hier noch viele Sachen behoben, aber das ist jetzt eigentlich alles nicht so was wichtiges, außer hier zusätzliche Kamerabewegung während der Aktivierung wurde entfernt von Leas Fähigkeit wahrscheinlich, weil es sieht hier alles nach Lea und Chewie und so pipapo aus, also Blasterhelden größtenteils. Wurde halt noch ein bisschen was an Gegnern gefixt, an Helden gefixt. Auf jeden Fall, Leute, haut da rein, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und gönnt euch doch jetzt noch vielleicht das ein oder andere Video auf dem Kanal und natürlich auch das letzte Video von mir. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Livestream. Bis dahin, haut da rein wirklich und habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend jetzt noch und würde ich sagen, habt da noch ein paar schöne Battlefront 2 Runden und noch ein paar schöne Tage. Bis dann, nächste Woche das Update erscheint.